Herzlich willkommen hier back to Cake TV Uncut. Sascha Huber hat eine sehr traurige Nachricht, unterstützt von Product Placements, immer geil. Ja, wir gucken da rein und ja, mal gucken, was der weiße heterosexuelle Cis-Mann, der reich ist und ganz oben steht auf der Liste der Gesellschaft, hier für Probleme haben möchte, ne? Freunde, heute gibt's leider keine motivierende Begrüßung. Heute wird's leider mal etwas trauriger. Wie viele von euch bemerkt haben, habe ich auf YouTube und Instagram in letzter Zeit weniger hochgeladen. Seitdem ich YouTube mache, also mittlerweile schon 7 Jahre, kennt ihr fast nur positive und motivierende Videos von mir. Aber in diesem Video möchte ich euch authentisch zeigen, dass es auch mir nicht immer gut geht. Die Wahrheit ist, dass wenn es mir nicht gut geht, schaffe ich es einfach nicht, Videos zu produzieren, in denen ich euch motiviere oder inspiriere. Das würde einfach nicht passen. Denn in dem Moment bin ich ehrlich gesagt selbst an Hilfe angewiesen. Auf Social Media wirkt möglich, alles immer perfekt und schön, meine Storyviews sind Hunderttausenden, ich bin in der Topform meines Lebens, bald startet die wahrscheinlich erfolgreichste Seven vs. Wild Staffel überhaupt und mein Geheimprojekt nimmt Ausmaße an, wie wir es nie für möglich gehalten haben. Was ich damit sagen will, ich mache dieses Video nicht für Aufmerksamkeit, Clickbait oder Mitleid, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es immer schade heutzutage, wenn man solche Videos hochlädt, wenn es einem irgendwie mal nicht so gut geht, muss man immer erwähnen, ja, aber ich mache das halt nicht für Klicks oder so. Was ich halt super schade finde, ne? Weil es immer irgendwelche Zuschauer gibt, die dann sagen, ja, dir geht's gar nicht so schlecht, der wird einfach nur Klicks machen. Weil ich finde tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, was er sagt, aber wahrscheinlich irgendwas mit Depressionen, geht es nicht gut oder so. Und ich finde es persönlich eigentlich wichtig, dass man halt auch solche Videos hochlädt. Ne? Ich habe zum Beispiel auf Eikuchen heute auch ein Video hochgeladen, dass ich süchtig von Elfbars bin. So, weil das so Sachen sind, die man halt sonst einfach überhaupt nicht mitbekommt oder über die man halt normalerweise nicht berichtet. Ne? Und ich sag mal, es gibt halt auch Momente, wo man weniger motiviert ist oder ne, dass man vielleicht irgendwo reingeraten ist, wo man normalerweise nicht drin sein möchte, in der Mom von Ria Nico beispielsweise. Ne? Und deswegen ist es halt so eine Sache, wo ich sage, es ist eigentlich sehr nice, wenn auch über solche Sachen berichtet wird, weil wie er schon sagt, ne, sonst Instagram und alles, was dazugehört, ist halt sonst immer nur dieses so super Positive. Man kriegt immer nur mit, boah, Digga, geiles Auto, total reich, das ist ein Macher, jetzt macht er hier Sport und so. Ne, aber diese ganzen Probleme, die man trotzdem hat, auch wenn man ein weißer heterosexueller Cis-Mann ist, der reich ist, gibt es halt trotzdem. Ne? Ich würde euch damit einfach mitgeben, dass etwas, nur weil es auf Social Media schön wirkt, dass es das deswegen noch lange nicht ist. Und Freunde, egal wer man ist, jeder Mensch geht mal durch schwere und mal durch leichtere Zeiten. Uns allen geht es mal nicht so gut und ihr seid damit nicht allein. Ich weiß, Freunde, ihr kennt mich meistens hochmotiviert und gut gelaunt und das bin ich ja auch. Vor allem dann, wenn ich weiß, dass ein neues Video ansteht, da drücke ich hier auf den Record-Button und gebe einfach mein absolut Bestes, um euch zu motivieren und zu inspirieren. Ist immer wieder ein absolut wildes Gefühl. Ihr kennt meine Einstellung. No fucking excuses. Und ja, im Leben wird es nicht immer leicht sein und man muss sich auch mal durchbeißen. Aber ich möchte euch mit diesem Video auch mitgeben, dass es mindestens genauso wichtig ist, Emotionen zuzulassen. Es wird vor allem auch Jungs immer beigebracht, hart zu sein. Ja, ich glaube, das ist der als erstes bei Seven vs. Wild rausgeflogen ist, ne? Keine Schwäche zu zeigen. Und ich glaube, das ist bis zu einem gewissen Grad auch gut so, denn man muss im Leben manchmal auch kämpfen. Aber es ist trotzdem wichtig zu wissen, dass es völlig in Ordnung und sogar sehr wichtig ist, Emotionen zuzulassen und offen darüber zu sprechen. Die Selbstmordrate bei Männern ist 3-mal so hoch als bei Frauen, was unter anderem dem geschuldet ist, dass es bei Männern als schwach gilt, über Emotionen zu sprechen. Was aber natürlich nicht heißen soll jetzt, dass es alle Frauen leicht haben, sondern ganz im Gegenteil, bei jedem geht es mal bergauf und mal bergab. Und so eben auch bei mir. Ja, jetzt werden sich Gender Empathy denken, ja, Sascha, du hast drüber sprechen, halte das doch privat. Aber genau das will ich eben nicht. Ja, er hat ja auch recht.
Also ich kenne das halt selber, ne? Bei dem alten Freundeskreis, den ich halt früher hatte von der Schule und so, da war es halt auch überhaupt nicht normal, dass man mal über Probleme oder sowas geredet hat, ne? Auch beim jetzigen Freundeskreis war das am Anfang irgendwie nicht so. Aber ich kann euch wirklich nur den Tipp geben, also sucht euch auf jeden Fall Leute, wo man halt über Probleme reden kann, ne? Also das habe ich jetzt auch bei jeder Kleinigkeit, weiß ich halt genau, dass ich die erreichen kann, ne? Dass die am Start sind, dass die mich unterstützen. Und ich finde, sowas ist halt einfach so viel wert, ne? Dass du auch Leute hast, mit denen du halt auch über Probleme reden kannst, ne? Egal, ob jetzt irgendwie Beziehung, Arbeit oder wenn ich sonst irgendwas im Leben stört, ne, das ist halt einfach super wichtig und sehr viel wert, ne? Also ich kann euch auch nur den Tipp geben, halt keine Probleme an euch reinzufressen, ne, weil das macht es halt logischerweise einfach nur schlimmer, ne? Es fällt mir ehrlich gesagt hier richtig schwer, so offen darüber zu sprechen, dass es mir eben eine Zeit lang nicht gut ging. Denn es ist dann doch sehr privat und man zeigt seine Gefühle jetzt nicht unbedingt so gerne 100.000 oder Millionen. Aber ich möchte dieses Schweigen über Gefühle und Emotionen nicht auch noch unterstützen, indem ich auch schweige. Es leiden so viele Jugendliche wie nie zuvor an Depressionen und das kann es einfach nicht sein. Was ist da los? Wo bleibt denn da der große Aufschrei? Da muss doch schon längst dagegen angekämpft werden. Aber gut, ist ja kein Wunder, denn wenn jeder auf Social Media gefühlt stärker, schöner, glücklicher und reicher ist und gefühlt jeder mehr Freunde hat als man selbst und man sich aufgrund dieser wirtschaftlichen Lage sowieso nichts mehr aufbauen kann, egal wie man arbeitet, zweifelt man irgendwann an sich selbst und an seinen Fähigkeiten. Freunde, ich versuche euch immer einen authentischen Einblick auch auf Instagram in mein Leben zu geben. Ja, safe wegen Social Media, hundertprozentig. Ne? Das ist halt dieses, alle haben das perfekte Leben, alle sind geil unterwegs, ne? Man verbringt immer mehr Zeit da drin, auch mit, keine Ahnung, so TikTok und so weiter, ne? Das macht deine Konzentration runter. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass es auch viel mehr Schüler gibt als früher, die halt nicht mehr im Unterricht richtig aufpassen können, weil du nur noch gewohnt bist, so 10 Sekunden Schnipsel von irgendwas zu sehen. Ne? Also ich denke, das sind auch alles Punkte, die dafür auf jeden Fall gesorgt haben, ne? Auf jeden Fall. Und es macht mir unfassbar viel Spaß, euch da täglich anzuschreien und manchmal zeige ich euch aber dort auf Instagram auch Dinge, die viele vielleicht nicht zeigen. Und umso wichtiger ist es mir, auch hier auf YouTube offen über unangenehme Themen zu sprechen. Vor allem, da ich als Teil von Social Media, als Person des öffentlichen Lebens dann doch auch großen Einfluss auf die Jugend habe und ich dann doch als dieser Sascha Huber bekannt bin, der jede Herausforderung gerne annimmt und jede Challenge durchballert, finde ich es umso wichtiger anzusprechen, dass es auch mir nicht jeden Tag immer super geht und ich genauso viele Dinge nicht so schaffe, wie ich sie mir vornehme. Kenne ich, Bruder. Ich würde jetzt nicht so weit gehen. Ich wollte ja auch Eikuchen eigentlich aktiv führen und ich habe mir so gesagt, ja gut, ich versuche wenigstens jede Woche ein Video zu machen. Also eins kam jetzt heute davor, das ist schon wieder über 3 Wochen her. Also. Und bei mir von Depression sprechen, es war eher eine Mischung aus energielos, Unwohlsein, durchgehende Verspannungen und durchgehend müde und allein eine einzige Nachricht zu lesen war unfassbar anstrengend. Die einfachsten Dinge im Alltag wurden zu riesigen Aufgaben. Das kannte ich, ehrlich gesagt, von mir überhaupt nicht. Ich habe sehr, sehr viel Schlaf gebraucht und hätte gefühlt 16 Stunden schlafen können, um jetzt hier offen zu sprechen, was so los war bei mir. Und mir war eigentlich nie eine Challenge zu groß. Aber langsam und stetig wurden immer noch kleinere Aufgaben immer größer und größer. Ich weiß nicht, Freunde, ob ihr das kennt, aber ich werde mir auf alle Fälle die Kommentare aufmerksam durchlesen und ich hoffe einen respektvollen Austausch in der Kommentarbox. Bei mir hat es definitiv auch damit zu tun, dass das Geheimprojekt vor allem in den letzten Monaten sehr viel Energie, aber auch Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und so weiter in Anspruch nehmen, dass in meinem Kopf überhaupt kein Platz mehr für andere Dinge war. Das heißt zwar, dass ich jede Sekunde dafür kämpfe, dass es das hilfreichste Ding für euch wird, das ihr jemals gesehen habt, aber auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass man in einem absoluten Tunnel lebt. Vielleicht braucht es das auch bei einem Projekt von dieser Größe, denn natürlich gilt es, viele Probleme zu lösen, das kann ich euch sagen, aber es läuft um Vielfaches besser, als wir das jemals erwartet haben und womöglich genau deswegen steigert man sich immer noch heftiger rein, weil es einfach immer noch größere Ausmaße annimmt. Das freut mich oder uns vielmehr extrem. Aber hin und ja, er redet echt ein bisschen viel auf jeden Fall drumherum, auch wenn die Message wichtig ist. Muss ich auf alle Fälle noch lernen. Aber vergesst nicht, Freunde, ich kann euch nur sagen, die Wolken ziehen früher oder später immer vorbei. Aber ich glaube, es ist
kein Fehler, die Wolken mit durch etwas Wind schneller vorbeifliegen zu lassen. Und was mir persönlich sehr geholfen hat, war in erster Linie natürlich mit Paulina und Freunde offen über meine Gefühle und vor allem auch Gedanken zu sprechen. Und was mir auch geholfen hat, war vor allem auch Bewegung an der frischen Luft. Und obwohl es umso schwerer war, ein Workout rauszuschallern, kannst du Subway-Servers nebenbei anmachen? Ich würde ein GTA-Rennen in die untere Hälfte machen. Das ist einfach sein. Vor allem beim Sport schütten wir ehrliches und echtes Dopamin aus, welches wir uns noch verdienen müssen. Ganz im Gegenteil. Ja, safe. Ich hab tatsächlich auch gemerkt, boah, wann war ich denn? Ich war letzte Woche irgendwann mal joggen, weil ich nicht zum Fußballtraining konnte. Und ich bin auch 7 Kilometer gelaufen, also 7,3 Kilometer. Und ich war danach wirklich richtig glücklich. Also ich war danach wirklich so top motiviert, als hätte ich irgendwelche Drogen oder sowas genommen. Das war wirklich krass tatsächlich, muss ich sagen. Ne? Also da muss man Sascha tatsächlich recht geben. Also Sport motiviert dich, also kann dich anders krass motivieren. Ne? Oder beziehungsweise halt im Nachhinein wirklich krass glücklich machen. Also das ist wirklich heftig. Instagram oder TikTok-Feed, bei dem wir immer wieder wie beim Glücksspiel unverdient mit Glückshormonen ganz einfach zugeballert werden. Und dann haben wir absolut keine Energie mehr für die wichtigen Dinge des Lebens. Es ist eigentlich eine ewige Abwärtsspirale. Also entweder weg damit oder die Bildschirmzeit täglich einschränken. Ja, das kann ich euch einfach nur mitgeben, Freunde. Und natürlich vor allem eine gesunde Ernährung ist extrem wichtig. Genügend Vitamin D natürlich vor allem auch. Freunde, ich will hier aber ganz klar betonen, ihr braucht euch keine Sorgen um mich machen. Mir geht schon wieder viel, viel besser. Und mir ging es auch nie richtig, richtig schlecht, wie vielen anderen da draußen. Und glaubt ja, mir, ich weiß, ich finde es ein bisschen schade. Also ich finde es wichtig, was er anspricht, aber das Video wirkt eher wie ein Promo-Video darüber, wie krass dieses Projekt ist, was auch immer er da macht. Ich weiß es nicht, aber das wirkt so wie, boah, das hat mich die ganze Kraft gekostet, aber irgendwann kommt das raus und das ist viel heftiger, als wir gedacht haben. Weiß ich nicht. Hat halt tatsächlich so einen sehr komischen Nachgeschmack, also um ehrlich zu sein. Ja, weil ich weiß nicht, also ich mag Sascha Huber wirklich sehr und das Thema per se ist halt auch wichtig, aber er redet halt nur drum rum und sagt, ja, mir ging's nicht gut, wir haben ein krasses Projekt gemacht, jetzt geht's mir übrigens auch schon wieder besser. Also ja, ich dachte auch eigentlich, dass er jetzt wirklich so real darüber redet, dass der jetzt so krasse Depression oder sowas hat. Ist natürlich schön, wenn das nicht passiert ist, aber das wirkt so ein bisschen so wie, also wie ich gerade gesagt habe einfach. Ich weiß, wie es ist, wenn es einem richtig, richtig schlecht geht. Ich will hier also überhaupt kein Drama um meine Person aufbauen, denn es war alles vollkommen im Rahmen. Ich will vielmehr einfach authentisch und ehrlich sein und auf dieses Thema aufmerksam machen. Einfach offen mit euch über Gefühle sprechen. Punkt. Seid euch nicht zu stolz, sprecht darüber, wie es euch geht und lasst eure Gefühle zu. Kämpft dafür, dass es euch so schnell wie möglich wieder besser geht und lasst euch nicht unterkriegen. Ja. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich muss aber auch sagen, also ich habe jetzt ja die letzten 2 Wochen auch tatsächlich aktiv Sport gemacht. Ich war einmal joggen, ich glaube, ich habe 4-mal Krafttraining gemacht oder so. Und bei mir war es tatsächlich auch so, aber wie er da gesagt hat, also ich finde, Sport macht einen auch generell einfach glücklicher, wenn man solche Dinge durchzieht. Ne? Wahrscheinlich echt, weil dann irgendwie das Dopamin und so weiter ausgeschüttet wird. Ne? Aber man fühlt sich auch grundsätzlich einfach fitter, besser. Ne? Ich sag mal, normalerweise, wenn du Sport machst, achtest du ja auch ein bisschen auf Ernährung und so. Also tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich das auch so erlebt habe. Vielleicht gehe ich sogar nachher nochmal joggen, eine kleine Runde, mal gucken. Da jetzt einige als schwach betiteln, ist mir herzlich egal und das sollte es euch auch sein. Ich möchte einfach ehrlich und echt mit euch sein. Digga, er sagt jetzt das 5. Mal oder das 10. Mal, dass er ehrlich sein will. Wenn ich auch nur einen von euch in meiner Offenheit weiterhelfen konnte, dann war es dieses Video ja schon wert. Vielleicht fühlt sich auch jemand von euch gerade alleine oder missverstanden oder denkt sich, es geht nur einem selbst so. Aber vielleicht kann ich damit ein bisschen helfen, indem ich eben zeige, dass es mir auch so geht. Manchmal gut und manchmal schlecht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Weiß ich jetzt nicht. An dieser Stelle möchte ich mich auch herzlichst bei euch bedanken, denn auch wenn mal länger nichts kommt, ihr seid immer an meiner Seite und unterstützt mich ständig. Es ist einfach unfassbar und da schon seit so vielen, vielen Jahren. Ich weiß nicht, egal ob jetzt auf Instagram oder hier in den Kommentaren wird es auch wieder so sein oder vor allem mit dem Code Sascha 10 bei Prosis. Es ist unfassbar, auf euren Support kann man einfach immer zählen. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle. Und wenn ich euch noch eine Empfehlung mitgeben darf, was ich vor allem jetzt empfehlen kann, ist natürlich Vitamin D und nicht nur wegen der Muskulatur und dem Immunsystem, sondern vor allem wegen der Psyche und dem Wohlbefinden. Also meine Vitamin D-Empfehlung findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja. Ja, also wenn es euch schlecht geht, kauft euch doch das Vitamin D, ist übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, ne? Ich weiß nicht, Mann. Also, ja, keine Ahnung. Und dann noch ein letztes Versprechen an euch, Freunde. Mit
dem Geheimprojekt. Ja, das ist ein Projekt für euch. Ja, jetzt kommt nur noch Eigenwerbung. Ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, ich feiere Sascha Huber, geiler Typ, aber keine Ahnung, Alter. Also, das Video fand ich jetzt tatsächlich nicht so stark. Also, das hätte man ganz anders aufbauen müssen, weil das ist eigentlich so das wichtige Thema. Er hat jetzt einfach nur drumherum geredet, hat ein, zwei Phrasen gebracht, die jeder bringt, der so ein Video macht. Ist null auf irgendwas eingegangen, ist super oberflächlich geblieben. Das wirkt halt wie ein Video, wo er sich einfach nur selber pushen möchte. Nichts gegen ihn, aber das Video fand ich jetzt Retalk einfach nicht gut. Also obwohl es ein wichtiges Thema ist, ist das halt, wirkt es eher wie ein selbstpushendes Video, so weiß ich nicht. Ich finde, hätte man deutlich, deutlich cooler und besser umsetzen können. Da muss ich das wohl auf Alkuchen machen, ne? Mal, wir schauen mal.